So, hallo, wir machen weiter für zumindest mal wieder einen Part Mario Maker. Denn mit Dani kam ich noch nicht zum Weiter aufnehmen. Das wird aber auf jeden Fall auch noch kommen. Da ich mich jetzt gerade erst wieder neu angemeldet habe, habe ich wieder lauter Nachrichten. Eigentlich sind aber nur die Neuigkeiten interessant. Und die scheinen mir zu sagen, dass ich einen Ninja-Speedrun verpasst habe. Okay, den können wir ja nachholen. Dann spielen wir in dem Part wohl Ninja-Speedrun. Durch die Stampfböenwüste. Cloud in Maxi-Schuh, Gumbas ihr Schuhwerk. Ist das ein Ninja-Run mit Schuhen? Oh no. Dann muss man die Schuhe wechseln, oh Gott, okay. Na, dann gucken wir uns das doch mal an. Da haben wir schon mal einen Schuh. So, zack. Jetzt kann man dann entweder oben rum oder unten rum. Oder hier rum. Hier geht's. Man kommt überall rum, das ist ja unglaublich. Also so komme ich hier. Also so komme ich hier oben schon mal recht schnell voran. Das war jetzt nicht so gut. Ich brauche einen neuen Schuh. Ja. Da. You know. Komm her. So. Und zack. Ach so. Muss ich die jetzt alle? Ah, nee, okay. Kann ich da hoch? Ja, aber das will ich gar nicht. Okay. Okay, hier geht's nicht rein. Ah, ich muss die hochbewegen. Oh Mist. Kann ich das noch? Okay, also man kriegt überall einen Schuh, wenn man ihn verliert. Okay, und jetzt sollte man wahrscheinlich wechseln. Kann dann hier runter. Ah ja. Ach so, aber dann. Okay. Ah, wie weit ist denn dieses Level? Zack. Ah. Okay. Oh je. 1,38. Uff. Okay, also es gibt tatsächlich Menschen, die das unter 30 Sekunden schaffen. Ja, Heidewitzka. Okay, zack. Also hier kann ich... Ja, genau. Oh, da geht's gar nicht weiter. Huch. Okay. Aber ich glaube, am Anfang war obenrum ganz gut, ne? Hier, so, da irgendwie. Ich glaube, das war mit einer der schnellsten Wege. Mist. Ach, und jetzt habe ich wieder den Schuh nicht. Das ist natürlich dann Quark. Ah, ich bin dumm. Ich kann ja auf die... Huch. Ich kann ja auf die... Ich muss gleich niesen. Ich warne nur vor. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Ah, ich kann ja... Okay, nein! Ach, das war zu bald. Okay, wir wechseln jetzt mal nicht. Weil es gibt ja auch noch den Weg, aber das erscheint mir noch... das ist alles noch viel... Millionen mal länger. Nein, ich war schon wieder zu bald. Oh, aber hier könnte ich mit dem Roten auch hin und dann hier runterfallen. Oh je, und jetzt bin ich unten. Ja, okay. Also deutlich schneller als vorhin, aber... Jo, das halbe Haus bebt gerade nur, weil unten die Jalousie runtergelassen wird. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Zack. Gehen wir doch aber hier oben rum, das erscheint mir
am allerschnellsten dann hier so runter. Ja, perfekt. Genau das wollte ich. So, dann hier, zack. Ah, da muss ich erst kaputt machen, sonst komme ich da nicht vernünftig durch. So, hier nicht treffen lassen und dann hier durch. Wir behalten. Wobei, ich glaube, hier würde ich schon wechseln, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das kostet doch 3 Jahre, bis man hier durch ist. Das kostet doch ziemlich lange. Das ist nicht gut. Die Stelle hier ist überhaupt nicht gut. Okay. Oh je. So, wir sind langsam im Bronzebereich angekommen. Also das ist für mich auf jeden Fall der erste Weg, den man gehen sollte. Hier oben rum ist ziemlich sicher der Way to go. Und dann hier runterknallen, so. Dann muss man hier rein, dann muss man hier kaputt machen. So. Da reicht vielleicht einmal oder zwei. Ja, nice. So, dann würde ich aber zum roten Schuh wechseln wollen. Ah, Mist, ich muss den erst wegmachen. Verstanden. Nein. Alter! Ihr seid doch alle dumm. Ich wollte eigentlich gleich die Stampfattacke ausführen, aber das hat leider nicht funktioniert. Nein! Nicht funktioniert. Ich will übrigens auch mal Fall Guys spielen. Also ich glaube, das werden wir auch in einem der nächsten Videos mal machen. Und ich könnte jetzt ja langsam auch mal wieder versuchen, auf dem neuen Laptop Ori auszuprobieren. Ich hoffe mal, dass es da dann läuft. Und der Laptop wirklich neu genug ist für Ori. Muss man sich mal überlegen. So, okay. Weg mit dem Schuh. Her mit dem Schuh. Ah, ich gehe ja hier unten rum. Ich bin dumm. So, und dann... So, und... Nein, hier wollte ich runter. Genau da will ich dann runter. Das muss doch... Okay. Ich hab ja... Oh, wait, ist das eigentlich ein Flügelschuh? Nein, es ist nicht. Okay. Aber ich hab ja soweit eine Lauftheorie eigentlich. Also es müsste doch ganz gut funktionieren so. Ach, ich muss hier gar nicht kaputt machen. Hahaha. Da muss ich gar nicht kaputt machen. Hier dann schon. Dann hier hoch. Nein, ich hab's wieder verpeilt. Ich muss erst den wegmachen. Mann, ey. So. Dann hier runter. Aber hier will ich eigentlich... Nee, hier will ich eigentlich nicht runter. Das ist dann der ewig lange Weg. Nee, das ist überhaupt nicht der ewig lange Weg. Das ist kompletter Quatsch. Ich glaube trotzdem, es wäre schneller, wenn ich es oben schaffe. Irgend ein bisschen... Ah, guck mal, wir sind mittlerweile im Silbernen angekommen. Ich würde schon gerne in den Goldbereich einmal kommen. Ah, da müssen wir uns gar nicht den ganzen Part über mit dem Ninja-Wand beschäftigen. Der ist ziemlich angenehm. Ach, wollte ich gar nicht machen, siehst du? Geht schon wieder los. Ich hab's kommen sehen. Ich sollte den da hinten... Okay, ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich tue. Hab schon einen Plan im Kopf. So, hier brauchen wir gar nicht kaputt machen. So. So.
Dann machen wir hier kaputt und lassen den Schuh diesmal hier. Und dann ist der nämlich automatisch einfach da. Ach, Mist. So. Aber wie? Ich muss hier warten. Ich komme da sonst nicht drüber. Oder kann ich über den Swamp irgendwie drüber? So, das wäre natürlich auch nochmal eine Idee. Dass man über den Swamp direkt drüber kommt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das war knapp. Aber es hat funktioniert. So. Zack, 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 zack. Ich weiß gar nicht, warum da die Pfeile sind. Ich glaube, das würde da gar nichts auslösen. Bin mir aber nicht sicher. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Das darf nicht wahr sein. So, zack. Ich hoffe übrigens, aufnahmetechnisch passt alles. Ich habe jetzt ja, bin jetzt ja wieder bei der Switch-Aufnahme, also Elgato. So, oh nein, ich habe ihn mitgenommen. Ich hätte nicht nochmal machen müssen. Elgato, so Dings Capture. Und habe nur kurz eine Testaufnahme gemacht. Da hat alles eigentlich soweit gepasst, aber ich weiß ja nicht, ob ich nicht nochmal irgendwas verstellt habe. Aber das scheint wirklich sehr angenehm zu sein damit. Wie komme ich da durch? Wie komme ich da effizient durch? Weil man kommt mit dem roten Schuh hier durch, weil es ja dann nachher das hier gibt. Wie komme ich da effizient durch? Geh drüber, du Pflaume! So. Vielleicht will ich aber auch einfach doch nicht wechseln. Vielleicht ist es aber... Aber hier diese Dinger da... Wobei, gehen wir... Komm. Nein, nein. Oh, ich weiß es. Ich gehe zu schnell... Ja, ich weiß es. Ich gehe zu schnell hin. Der Swamp darf noch nicht getriggert werden. Ich muss die Mancha wegstampfen. Und dafür nah genug hin, aber nicht so nah, dass der Swamp ausgelöst wird. Das ist des Rätsels... Lösung. Nein! Ah, das hat Zeit gekostet. Ist aber egal, um zu testen, können wir es auf jeden Fall hier mitnehmen. Diesen Versuch. So, also hier runter, zack, zack, zack. Und jetzt nicht so nah ran. Ja, naja. Und dann kann ich nämlich einfach hier runter. Das war ein Bait, ich komme hier gar nicht runter. Warte, ich kann hier oben rum. Ah, ich brauche aber die Schuhe, um das auszulösen. Dann kann ich mit dem Roten hier gar nicht runter. Das ist nur dafür da, dass man das hier schneller hinkriegt. Aber das ist ja Quatsch. Dann gehen wir mit dem Roten ja doch diesen Weg hier. Okay. Das ändert alles. Ich muss mir wirklich überlegen, wo ich noch Zeit mitnehmen kann. Weil das hier bisher, also bis hierhin geht das doch gar nicht schneller, oder? Du! Okay. Okay. Okay, ja, und jetzt kommen wir einfach durch. Ja, wow, das ist eine gute Zeit. Okay. Also auf die 30, keine Ahnung, wie man da hinkommt. 13 Sekunden schneller, das ist ja Wahnsinn. Aber das soll... Nein, das ist noch nicht der Goldbereich. Ah, ich will aber in den Goldbereich. Wir kommen in den Goldbereich.
Was muss ich denn da noch schneller? Vielleicht ist der Anfang, geht am Anfang doch irgendwas deutlich schneller. Was ist, wenn ich hier einfach den ganzen Kram wegmache? Und dann hier mit hochgehe? Ist das am Ende schneller? Kann das sein? Wenn man das gut timet alles? Ja, der... Nee, da gehe ich lieber oben rum. Also das kann keine 10 Sekunden ausmachen. Das macht keine 10 Sekunden aus. Das erzählt mir keiner. Ich bin ja sofort hier oben. Also das ist... Und dann bin ich hier direkt drüben. Also das macht keine 10 Sekunden aus. Und dann hier runter, das ist doch alles... Das geht doch nicht schneller. So, das ist doch der Weg. Der Way to go. Na, dann gibt's ja gar nicht. Ich springe... Warum springe ich denn jetzt nicht mehr? Ist jetzt aber erstmal wurscht. So, hier wird geht's... Gut, das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber... So, was ist jetzt hier? Okay, das reißt auch die weg, aber das macht ja eigentlich keinen Unterschied. So. Vielleicht nehmen wir einfach nicht den roten Schuh mit. Ist das am Ende vielleicht doch tatsächlich schnell? Ah, Mist. Nee, jetzt müsste ich ja schon längst durch. Nee, es kann's ja nicht sein. Na? Und von hier dann in den Schuh. Oh. Ah, das ist auch nicht schneller. Das ist nicht wirklich schneller. Das ist nicht wirklich schneller. Wo holen denn die 10 Sekunden raus? Das sind bestimmt wieder so Leute wie Beast oder Panga oder so. Die holen... Ja, wow. Die holen immer die Rekorde. Es ist unglaublich. Wie oft will ich das jetzt noch machen? Mach doch die Stampfattacke, wenn ich da runtergehe. Wow, das war jetzt wieder... Jetzt habe ich gedacht, ich mache es einmal so und dann war es zu langsam. Alles klar. Aber bis hierhin viel schneller geht's doch nicht. Das ist doch... Jetzt waren die doch schon im Ziel. Jetzt waren die schon im Ziel. Das muss man sich mal vorstellen. Oh, ich sehe was. Ab dafür. Okay, wenn ich das umgesetzt bekomme, wenn ich da schneller hinkomme, dass ich über den Swamp gehe. Über den Swamp kann ich aber auch mit dem roten Schuh. Und mit dem roten Schuh komme ich schneller da unten durch. Oh, neuer Weg offenbart sich. Neuer Weg offenbart sich, den wir ausprobieren müssen. Spannung steigt. Bei mir. Okay, ich muss die wirklich... Gut, es kostet wahrscheinlich auch Zeit, das richtig zu setzen, die Stampfattacke immer wieder. Da kann man bestimmt noch Zeit rausholen, wenn man die besser setzt. So wie hier zum Beispiel. Das war jetzt wieder Schwachsinn. Erster Güte. Das sah soweit okay aus. So. Aber jetzt ist er schon gleich 30, ne? Jetzt sind schon manche gleich im Ziel. Wie geht denn dieser ganze Anfang schneller? So, das raff ich überhaupt nicht. Aber jetzt hier, komm her. Nein! Ah, ich muss die... schon. Vielleicht ist ja am Anfang, aber ich wüsste nicht, wie das am Anfang hier alles schneller gehen soll.
wüsste es wirklich nicht. Einmal könnte vielleicht so. Ah, das reißt jetzt halt auch nichts raus. Das reißt jetzt halt auch nichts raus. Irgendeinen Weg muss es wieder geben, den ich noch nicht sehe. Weil das hier sind halt ein paar Sekunden, die es rausreißt, aber noch keine 10. Alter, wenn das jetzt noch einmal passiert, lassen wir es. Dann bleiben wir bei Silber. Dann ist es auch okay. Ich will meine Theorien ausprobieren und nicht ständig an irgendwas sterben, woran ich nicht sterben will. Das wäre ganz schön. So, zack. Aber hier geht's ja alles nicht schneller so. Und jetzt in 5 Sekunden sind die schon im Ziel. Wie? Welchen Weg gehen die denn? Das ist doch verrückt. Das muss dieser Weg hier sein. Das muss dieser Weg hier sein. Also das ist der schnellste. Das ist der schnellste. Das ist bisher mein bestes Ergebnis. Da unten rum ist auf jeden Fall das schnellste. Aber nochmal 10 Sekunden. Wo kriege ich denn da nochmal 10 Sekunden raus? Oh, wir sind im... Ich glaube, wir sind gerade zum goldenen Bereich, oder? Kann man das... Ich glaube, ja. Das ist gerade so der goldene Bereich. Das ist okay. Lassen wir es dabei. Lassen wir es dabei. Yay! Ich habe eine Mütze, die ich nie aufsetzen werde. Supi. Okay. Gut, aber dann haben wir den Stempel auch und damit haben wir alle Stempel bisher geholt. So, jetzt ist natürlich hier wieder ganz viel Zeug passiert und ich werde jetzt nicht mal dazu kommen, das alles abzubauen, weil ich jetzt ja nur kurz aufnehme. Aber vielleicht machen wir einfach kurz irgendein Musiklevel noch, was hier drin ist. Hä? Haben wir das nicht alles schon gespielt? Das sind doch schon wieder Reuploads. Das hatten wir doch. Late, don't run, only walk. XO. BTS. K-Pop, alles klar. SMV-themed Kaizo Level. Oh, das sieht auch cool aus. Es hat Kai. Okay, ich weiß, was wir im nächsten Part probieren werden. Oh, das wird auch super. Alina hat auch mal wieder was gebaut. Ja, guten Hallo. Cool. Kenne ich das nicht schon? Nein, kenne ich nicht. Okay, das... Ist das schwer? 6%? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das machen wir noch schnell. 23 Minuten, wenn wir bei einer halben Stunde ankommen von der Partlänge her, bin ich zufrieden. Hä? Ah. Ich bin schon ruhig. Ihr könnt die Musik hören. Ich bin still. Oh, das war schon. Das war viel zu kurz, aber schön. Aber wieso 6%? Wie oft sterben die Leute in so einem Level? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Mario und Luigi never let up. Game music is awesome. Speed. Haben wir. Das haben wir doch safe gespielt.
Wahrscheinlich nicht. Aber der hat so viele. Dann hat der jetzt einfach nur wieder ähnliche Level hochgeladen. Also ich dachte, sowas in der Art hatten wir gespielt. Ich hätte es gedacht. Was war das denn? Doch, das haben wir gespielt. Hä? Das haben wir doch schon gespielt. Oh, das haben wir gespielt. Da habe ich damals schon das erste Lied nicht erkannt. Safe haben wir das gespielt. Wieso war das jetzt? Ach, keine Ahnung. Und von denen, die ich das letzte Mal schon nicht gespielt habe, sind ja auch noch einige übrig. Also das wird ein bisschen dauern, bis ich das alles aufgeholt habe. Und während ich das versuche aufzuholen, kommen wieder welche nach. Also, ja. Ja, keine Ahnung. Oh Gott, wie viel haben wir nachzuholen? Ach du Schande. Nee, das kenne ich ja auch noch nicht, weil das ist der Sonne-Level. Die kenne ich ja auch noch nicht. Dann war das da oben. Hä, aber ich hätte gedacht, dass wir sowas gespielt haben. Super Mario Medley. Guck mal, das haben wir gespielt. Das ist das von Twiki. Aber wir haben halt da drunter wieder Level nicht gespielt. Verdammt. Origami King Boss. Oh, das ist... ich will nicht spoilern, es ist ein gutes Lied. Das hier ist das, ja, das war im letzten Part, Easy Dare, womit wir aufgehört haben. Haben wir darunter jetzt alles gespielt? Außer wir haben es nicht geschafft, das ist was anderes. Aber haben wir alles darunter gespielt? Ist Easy Dare mein Maßstab? Sieht so aus. Habe ich da irgendwas ausgelassen? Das schaffe ich halt nicht, ne? Aber dann habe ich hier nichts ausgelassen. Okay. Dann ist Easy Dare mein Maßstab. Sehr gut. Wo ist es denn jetzt? Da. Na, dann ist Trollrush das nächste. Auch keine... Haben wir da schon mal reingeguckt? Nee, dann wäre jetzt ja eine weiße Fahne, ne? Wir gucken mal kurz rein. Bei 58 Sekunden kann es ja nicht so schlimm sein. Woran bin ich jetzt gestorben? Ach so, jetzt ist ja richtig rum. Jetzt nicht mehr. Hä, wo bin ich denn jetzt gestorben? Ich bin noch auf der... Keine Ahnung. Das zieht ja in die andere Richtung, ne? Wenn ich jetzt hier durchgehe... Okay, und dann nochmal durch. Hey, dann dreht... Wann dreht sich das denn immer um?
Ich habe die Mechanik noch nicht gesehen, wodurch sich das umdreht. Ja, das ist klar, das ist der Troll. Man denkt, man drückt den und dann... Also das funktioniert. Und jetzt komme ich aber nicht zurück. Genau, dann aus irgendeinem Grund dreht er sich hier wieder um. Aber mit welchem... Wahrscheinlich ist da über mir Zwangskram oder sowas. Aber die sind da auch nur einmal da, diese Swamps, ne? Das passiert hier nur einmal. Jetzt passiert das nie wieder. An der Stelle. Na, an der Stelle löst es sich nie wieder aus. Na, das kann ich jetzt hier selbst machen. So. Aber wenn ich jetzt hier hingehe... Wenn ich jetzt springe, löse ich wieder irgendwie was aus. Ich weiß nicht wie, aber wenn ich jetzt springe, löse ich was aus. Nee. Tue ich nicht. Ich habe es richtig gemacht. Oh, no. Was ist jetzt passiert? Okay, also, go. Zack. Und zack. Nein, so nicht. So nicht. Also, zack. Okay. Jetzt ist halt die Frage... Das war gar nicht so verkehrt. Das Dumme ist halt hier zu warten. Oh, und dann dreht er sich immer um. Ah. So, ganz langsam. Das war klar. Dann machen wir von da einen Wandsprung runter. Das sollte funktionieren. Aber dass ich da warten muss, ist dumm. Das scheint sich auch nicht verhindern zu lassen. Das ist ärgerlich. Nein, da ist... Ah, ich verstehe. Das ist doof. Da ist ein Dings. Alter. Ah, nicht an der Stelle umdrehen. Wenn ich den vorher gedreht bekommen würde... Ich glaube, den bekomme ich gedreht, oder? Ah. Schwierig. Doch, ich bekomme den gedreht. Ich weiß auch wie. Ich weiß auch wie. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mal gucken. Nicht schon wieder. Okay.
Nein! Okay. Man kann es retten, wenn man abrutscht. Das ist gut zu wissen. So. Jetzt Achtung. Idee ist folgende. Ja, das war nicht die Idee. Sondern hier einen Wandsprung. Ja, so nicht. Ah, das ist nur, dass man hier mal auf den P-Switch warten muss am Anfang. Oh, so ist es sicherer. So ist es sicherer, verstanden. Das war viel zu weit. Idiot. Warum machst du das? So, ja, das ist, dann kann mir hier nichts mehr passieren, das ist schon mal gut. So. Yes! Oh no! Ich wollte eigentlich auf dem Ding stehen bleiben. Aus irgendeinem Grund bin ich aber direkt weiter. Aber das funktioniert. Das war der Plan. Okay, sehr gut. Sehr gut. So, jetzt kann ich nämlich warten, bis der P-Switch da unten ausläuft, hoffe ich. Also muss ich trotzdem aufpassen, weil die ja jetzt gleich wieder sich auslösen, ne? Genau. Mit jedem Sprung. Aber wenn ich jetzt hier rausspringe, löse ich den doch wieder aus, oder? Ich würde fast lieber da unten in die Münzen rein. Ah, shit. Okay, wir machen kurz mal Folgendes. Wir gucken mal, wie lang das Ding ist. Wir spoilern uns. Und dann entscheide ich, ob ich das spiele oder nicht. Zeit haben wir ja schon gesehen, ne? Aber das reicht ja nicht. Wie ging das denn? Zu lang her. So. Oh, das sieht man... Okay, das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man das da oben sieht. Da ist ein Checkpoint. Direkt vorm Ziel. Wild. Aber trotzdem, nee. Es sieht jetzt nicht so aus, dass ich es unbedingt spielen möchte. Aber wir haben es uns angeguckt. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem irgendwo Spaß an dem Part. Danke fürs Zuschauen und... Tschüss. Oh nein, meine Maus ist eingegangen.